Also das große Bild, das sieht so aus, dass unser Finanzsystem kaputt ist, im Hintergrund ein neues vorbereitet wird. Inzwischen sind insgesamt 130 Zentralbanken dabei, digitales Zentralbankgeld zu entwickeln. Und dieses digitale Zentralbankgeld wird kommen. Also die EU zum Beispiel oder vielmehr die EZB, die hat ihren Zeitplan da ganz gewaltig verschärft. Eigentlich sollte der digitale Euro 2026 kommen, jetzt soll er 2024 kommen. Also da drückt man richtig auf die Tube. Und um dieses Geld zu installieren, braucht man ganz starke autoritäre Maßnahmen. Also die Leute werden dieses Geld nicht freiwillig akzeptieren. Man muss da nachhelfen. Und um diese autoritären Maßnahmen installieren zu können, muss man die Leute natürlich unter Druck setzen. Und ein Mittel, die Leute unter Druck zu setzen, ist die Inflation im Bereich der Nahrungsmittel. Also die erleben wir jetzt schon seit ungefähr anderthalb Jahren und die wird immer weiter angeheizt. Und das ist nicht zufällig, sondern das geschieht vorsätzlich. Also wir haben diese Lockdowns erlebt. Die Lockdowns haben die Lieferketten zerbrochen. Dadurch sind erste Einbrüche bei den Nahrungsmitteln passiert. Dann haben wir den Krieg in der Ukraine. Daraufhin sind Sanktionen erhoben worden. Diese Sanktionen haben dazu geführt, dass es auch weitere größere Probleme bei den Nahrungsmitteln gegeben hat. Zum Beispiel ist nicht genug Ammoniak geliefert worden. Das ist auch eine der Kriegsfolgen. Also da ist eine Pipeline zerstört worden. Also da ist an allen möglichen Stellschrauben geschraubt worden, um die Preise bei den Nahrungsmitteln in die Höhe zu treiben. Und die Leute dürfen natürlich nicht wissen, dass das ein vorsätzliches Programm ist. Und deswegen braucht man einen Schuldigen. Und dann nimmt man mal wieder den, der sich als Schuldiger am besten eignet im Moment. Und das ist Wladimir Putin. Und versucht dem die Preiserhöhung im Nahrungsmittelbereich jetzt eben im Moment bei den Getreiden da in die Schuhe zu schieben. Ich will jetzt nicht sagen, dass Putin unschuldig ist. Er spielt das Spiel nämlich mit, weil in Russland genau das gleiche Spiel läuft. Da soll auch digitale Zentralbankgeldwährung eingeführt werden. Aber das alles ist ein im Hintergrund abgekartetes Spiel. Das ist kein Zufall. Und es ist auch keine einseitige Sache. Es ist nicht die Schuld von Wladimir Putin. Es ist die Schuld von allen Beteiligten. Alle sind daran beteiligt, dass diese Preise in die Höhe gehen.